Damit wir die Tagesordnung nicht ändern müssen, habe ich mal überlegt, ich halte dann gerne noch einen Vortrag. Ich spare mir die Einführung meiner Person, weil wir das schon gemacht hatten, und werde einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir in einem FP7-Projekt gemacht haben. Das klingt immer erstmal so ein bisschen langweilig, so, ja, warum hat man das jetzt, ein Forschungsprojekt, das ist ja nicht nah an der Praxis. Discern heißt das Projekt, das ist aber im Prinzip ein ganz interessantes Projekt aus Sicht des CIM, weil wir sozusagen ein Metaprojekt waren. Wir hatten auf bestehende Lösungen und Modellregionen unserer TSO- und DSO-Partner aufgesetzt, also RWE, Vattenfall, Iberdrola, Gasunion, Fenosa und Scottish und Southern Energy. Und die hatten schon bisherige Förderprojekte und Forschungsprojekte im Bereich der Sensorik im Verteilnetzmanagement. Was sie aber festgestellt haben, ist, dass jeder seine Lösungen gebaut hat und es dann mit der Übertragbarkeit und der Vergleichbarkeit so ein bisschen haperte. Und was wir im Prinzip in Discern dann einfach als Aufgabe mitbekommen hatten, was wir dann auch mit ABB, CERCE, KEMA und als Wissenschaftspartner KTH, Office und CIF Communications eben hatten, ist ein Konzept zu entwickeln, wie man diese Lösungen vergleichbar macht, integrierbar macht, und natürlich, wie auch anders sollte es gehen, funktioniert das nur mit Standardisierung, weil genau das ist da ja entsprechend die Forderung gewesen. Ich werde so ein bisschen drei Konzepte vorführen. Das Projekt läuft noch bis Ende Januar, dann sind die 4 Jahre vorbei. Das heißt, ich kann auch schon sehr gute, fast Endergebnisse hier entsprechend zeigen. Der Endbericht ist Ende Oktober fällig. Wir haben ein sogenanntes Leader, Learner und Listener, das 3L-Konzept etabliert. Das heißt, die Versorger haben jeweils gesagt, in diesem Bereich der Verteilnetzautomatisierung sehen wir beispielsweise als RWE uns als Leader. Die anderen Versorger wissen teilweise noch nicht, ob sie eben Interesse an dieser Technologie haben, weil sie noch nicht verstehen, dann waren sie Listener. Einige wussten aber ganz genau, Mensch, genau dieses Spannungshaltungsproblem habe ich in meinen Netzen auch, da möchte ich dran, ich möchte von dir lernen. Das waren dann entsprechend die Learner. Und mit diesem 3L-Konzept haben wir halt schon in der Antragstellungsphase bei der Konsortialbildung eben eine Matrix gemacht und haben dann mal einfach gesagt, die und die Smart Grid Use Cases haben wir im Verteilnetz. Wie stellt ihr euch dazu auf? Und hatten dann relativ zügig eine Übersicht entsprechend, wie eben welcher Partner von welchem lernen will und welche Partner noch bei bestimmten Lösungen zögerlich sind. Was wir dazu genutzt haben, natürlich ist als Referenzverortungssystem haben wir das ESCAM eingesetzt. Das ESCAM hatten wir heute auf dem Component Layer schon 2-3 Mal hier an der Wand, wo man dann sah, unten in der Feldebene haben wir 61850, das heißt, das System, mit dem kommuniziert wird, und darüber eben, wie wir über dieses System kommunizieren und womit, entsprechend mit CIM. Ich werde dann den Bogen schlagen, wie man entsprechend CIM-Nachrichten aus dem Tooling, aus dem Werkzeug, aus dem Sparks Enterprise Architect sehr gut auch ableiten kann, wenn man entsprechend mit einem ESCAM-Architekturbild gestartet ist, wie wir es in dem Projekt gemacht haben, und werde dann so ein bisschen schließen, was wir da noch als Forschungsaspekt hatten. Wir haben nämlich entsprechend CIM und Linked Data, sprich RDF-Serialisierung und Daten, auch nochmal als besonderen Fokus gehabt, um eben zu gucken, wie wir mehr mit unseren CIM-Informationen letztendlich machen können. Einer dieser Anwendungsfälle, dieses UCTE-Grid-Versagen mit der Norwegian Pearl, hatte ich auch schon angedeutet. Das war so ein bisschen unser Aufhänger dafür. Gehen wir durch. Wir hatten entsprechend 5 größere Demonstrationsregionen hier in Bracknell in UK. Haben wir eben die New Thames Valley Vision gehabt, wo tatsächlich das Problem war, man hatte 30.000 Customer in dem Bereich, es gab Spannungsbandverletzungen im Niederspannungsbereich und man hatte zusätzlich noch weiterhin einen Zubau von DER entsprechend. Das Projekt, also die Modellregion, hatte ein Volumen von ungefähr 33 Millionen Euro. Wir hatten das Smart Grid Gotland von Vattenfall, wo wir entsprechend Wind das Einspeisungen hatten, die natürlich über dem lokalen Bedarf lagen. Wir hatten da eben die Mittelspannung als Fokus, 5.100 Kunden, ungefähr 25 Millionen Projektvolumen. Wir hatten dann die Future Energy Grids von RWE, klassischerweise sehr viel DER, Mittelspannung 3.000 Haushalte, Volumen ungefähr 6 Millionen, kombiniert mit der zweiten RWE-Region in Augsburg-Kisselbach, wo wir eben den Smart Operator untersucht haben, auch wiederum Photovoltaik im Niederspannungsnetz, wo es 2 bis 3 Netze gab, die wir eben untersucht haben, 150 Haushalte pro Netzwerk, ungefähr 4,7 Millionen Euro, eher eine kleinere Demo-Region, und dann hatten wir eine größere Demo-Region noch in Spanien über das PRICE-Projekt, wo wir entsprechend, ja,
erneuerbare Energien in Mittelspannung- und Niederspannungsnetze hatten und ganz stark auf das Thema Metering abgezielt haben. All diese Projekte hatten halt Lösungen erarbeitet, teilweise standardisiert, teilweise nicht standardisiert. Die Vergleichbarkeit war nicht gegeben. Das fing einfach damit an, dass man sagt, gib mir doch mal dein Modellnetz, was du für die Simulationen genutzt hast. So, oh, wir haben CSV, oh, wir haben PSSE, oh, wir haben CIM. So drei Formate, bis man da auf der Ebene ist, dass man über die Granularität, also über die fachliche Eignung der Daten diskutieren kann, ist man schon sehr lange dabei. Das heißt, das waren so die klassischen Probleme, die wir eben in dieser Vergleichbarkeit durch Standardisierung lösen wollten. Ziel, Wissensteilung zwischen unseren Verteilnetzbetreibern im Projekt. Das 3L-Konzept, Leader, Learner, Listener, habe ich ja entsprechend schon eingeführt. Wir hatten beispielsweise in Spanien ein Business Use Case, der hieß Technical und Non-Technical Losses, auf gut Deutsch Stromdiebstahl, wo wir entsprechend da bestimmte Konzepte hatten, in dem Metering, in dem AMM-Backend-System entsprechend zu ermitteln. Am Ende wollte eben der Learner vom Leader Informationen haben. Der Listener hat sich das angeguckt, wie im Kino, hat dabei sein Popcorn gegessen. Und wir haben entsprechend als Ziel gehabt, eine technische Spezifikation, die für alle unsere DSOs in dem Projekt geeignet ist, am Ende zu entwickeln. Für den Listener war entsprechend eine Machbarkeitsstudie, ein Seiteneffekt, wo er dann eben gucken konnte, ich weiß jetzt genug über das Problem, ob es eben für mich dann relevant wird, das einzusetzen. SGAM haben wir ja kurz schon gesehen, ist entstanden im M490 Mandat. SGAM ist keine Referenzarchitektur. SGAM ist die Möglichkeit, Architekturen zu verorten. Wir hatten ja vorhin von dem Herrn Rudolph schon gehört, dass man häufig so eine Art Reference Designation benutzt. Das heißt, man sagt eben, ein dritte Einbaufeld hat die Nummer 3, das 21. Signal haben wir ja auch gehört. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, was es war. Es geht eben darum, alles in einem gemeinsamen Bezugsrahmen zu setzen, um es vergleichbar zu machen. Und das ist letztendlich das SGAM. Das SGAM ist eine Leinwand, auf die Sie Ihre Smart Grid Lösungen auf verschiedensten Ebenen einfach einzeichnen können, um dann eben in eine Diskussion zu gehen, um auch rauszufinden, ja, macht ihr es genauso? Habt ihr da vielleicht einen anderen Kommunikationslayer? Habt ihr da vielleicht noch eine funktionale Verteilung mit einer 61499 entsprechend auf der unteren Ebene? Darum ging es letztendlich und deswegen haben wir es sehr gerne benutzt. Wir haben die Domains und die Zones nicht angepasst entsprechend in dem Projekt und haben gerade, weil wir im Verteilnetz Automatisierung und Sensorik war, halt sehr viel auf der Prozessebene in die Modellierung für die Komponenten und Sensorik investiert. Wir mussten allerdings doch Änderungen machen in dem SGAM und zwar kommt es aus dem EU-Mandat, wir wollten auch aus regulatorischer Ebene eben identifizieren, wo haben wir Standards, wo fehlen Standards, wir haben das dann aufgesplittet. Was wir festgestellt haben, ist, wenn man entsprechend starken ZIM-Fokus in einem Projekt hat, da sind wir in das Problem gelaufen, was wir heute ja entsprechend schon hatten, wir haben immer das Informationsmodell und wir haben das Profil oder das XML-Schema. Das heißt, wir reden zwischen dem Datenmodell an sich und der Instanz des Datenmodells, also der konkreten ausgetauschten Nachricht. Und deswegen haben wir in unserem Projekt entsprechend den Information Layer angepasst. Wir haben ihn einmal im Sinne von Information Layer mit der Business Context View gemacht. Das heißt, welche Informationsobjekte werden zwischen Anwendungen und Devices an sich ausgetauscht. Und auf der anderen Ebene eben das Information Layer mit dem CDM, mit dem Canonical Data Model, wo wir eben gesagt haben, welche kanonischen Datenmodelle benutzen wir entsprechend. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, weil wir dadurch die Trennung, die wir auch im ZIM, auch in dem Nachrichtenerstellungsprozess drin haben, auch entsprechend im SGAM visualisieren konnten und entsprechend abgebildet haben. Es war ein komplexes Problem. Das heißt, erstmal haben alle ihr Gesicht auf den Tisch geschlagen. Wir mussten uns abstimmen, was ist Active Demand Response in Schweden, was ist es in Spanien. Wir hatten Wide Area Control, wir hatten AMS-Systeme von unseren spanischen Partnern, die mit DLMS COSEM funktionierten, aber natürlich bei unseren schwedischen Partnern einen ganz anderen Metering-Standard hatten. Wir wollten Automationssysteme ein bisschen mehr automatisieren, das heißt auch stark auf Semantik abzielen, wo wir eine Integration von ZIM und 61850 hatten und wir hatten eben ZIM und 61850 als Kerntechnologie, die eben noch nicht alle Partner kannten. Großes Problem entsprechend gewesen, wir haben es mit SGAM gelöst als Lösung. Wir haben also erstmal alle diese Dinge
verortet im Esgam, um eben in eine Diskussion einsteigen zu können, um eben auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, welcher Ansprechpartner eben sich auf welcher Ebene aufhält. Will er ein neues Geschäftsmodell, um der spanischen Regulierung zu gehorchen, entwickeln, oder möchte er konkret eine Spannungshaltungslösung mit Echtzeitkommunikation am Ende haben? Es hat sich als sehr zielführend erwiesen, weil wir dadurch eine Menge interessanter Lösungen überhaupt erst identifizieren konnten und dann in den Systems Engineering Ansatz mit standardbasierten Nachrichten mittels SIM auch erst einsteigen konnten. Das heißt, es geht jetzt darum, wie komme ich von SCAM-Architekturen letztendlich zu den SIM-Nachrichten. Wir haben heute schon viel gehört. Wir haben auch den Sparks Enterprise Architect entsprechend eingesetzt. Da haben wir zusammen mit der FH Salzburg, mit dem Josef-Ressel-Zentrum, ein Werkzeug entwickelt, das nennt sich SCAM Toolbox. Und in dieser Toolbox auch ein UML-Profil entsprechend in Sparks Enterprise Architect haben wir unsere SCAM-Lösungen gebaut. Das heißt, hier auf dem Business Context View, beziehungsweise hier ist, glaube ich, das müsste der Information Layer entsprechend sein. Hier haben wir eben annotiert, welche RTU, welche IIDs, welche SPSen tauschen auf welcher Ebene eben ihre Daten aus. Entsprechend hier mittels ZIM. Ist frei verfügbar und downloadbar, wenn jemand das entsprechend interessiert. Es gibt auch sehr viele YouTube-Videos, die erklären, wie eben die Toolbox entsprechend eingesetzt wird. Ich nehme jetzt hier mal so einen Ausschnitt raus. Wir haben also für unseren spanischen Partner gucken müssen, was eben das MDM, das Meter Data Management System, mit dem AMI Headend entsprechend ausgetauscht hat. Das war die 61.9.68.9. Da haben wir entsprechend ZIM für die Smart Meter Readings genutzt und wir wollten eben die Low Voltage Measurements entsprechend austauschen. Die Idee war jetzt entsprechend so vorzugehen, dass wir sagen, ja, wir haben nicht nur CC57 als Data Model Standard im ZIM und gehen auf die Informationsobjekte Smart Meter Reading und LV Measurements, sondern wir wissen ja aus ZIM-Sicht, dass man in Enterprise Architect auch entsprechend Plugins und Tools hat, um eben von dem UML-Modell direkt auf die Payload zu kommen. Und das Charmante ist, dass wir entsprechend Enterprise Architect in dem Projekt, gerade mit unserem schottischen Partner, als One-Stop-Shop für den Entwickler etablieren konnten, indem wir einfach gesagt haben, wenn ein UML-Tool wirklich Plugins ermöglicht und es schon so viele Plugins gibt, was hindert uns daran, in einem Enterprise Architect Projekt entsprechend diese Plugins auch alle mal im Kontext zu verwenden? Wir haben also dann gesagt, wir nutzen auch ZIM-Profile, indem wir das ZIM als kanonisches Datenmodell entsprechend hinterlegt haben und dann ein spezifisches Projekt eben für unser Discern, Iberdrola Learner Use Case B7B entwickelt haben, wo wir dann eben entsprechend für diesen Datenaustausch von dem kanonischen Datenmodell und den Datenschemata im ZIM entsprechend die Schemata generiert haben. Es gibt verschiedenste Profile und Add-ins, die wir eben ausprobiert haben. Wir haben vor allen Dingen mit Mozarys und ZIM-EA entsprechend gearbeitet. Es gibt noch weitere. Man hätte auch wahrscheinlich mit einem externen Tool wie ZIM-Tool und Reimport arbeiten können, aber das war entsprechend bei uns nicht so der Fokus, das beste Tool zu finden, sondern nur eins, was eben angemessen bei uns funktioniert. Und so haben wir entsprechend die Payload, wie wir vorhin schon gesehen haben, erzeugt. Wir haben also das UML-Package, haben dann entsprechend die Kardinalitäten, Attribute etc. angepasst und sind dann am Ende zu unseren XML-Schemata gekommen, wie wir auch heute in diesem kanonischen Prozess schon gesehen haben. Wir haben dann entsprechend die Smart Meter Readings als XML-Schema generieren können. Das war charmanterweise dann gleich in EA, in dem Projekt drin. Und wir konnten dann an den SGAM-Schnittstellen auch direkt die konkreten ZIM-Nachrichten-Schemata, die wir auch wirklich im Projekt später implementiert und ausgerollt haben, annotieren. Und wenn dann der Learner eben wissen wollte, was brauche ich an Datenflüssen, was ist typischerweise da entsprechend drin, konnte er nicht nur die Architekturlösung sehen, sondern auch die konkreten Datenflüsse und Prozesse, die eben über diese Schnittstellen gehen. Wir sind jetzt im Moment auf einer Ebene, wo wir auch noch sagen, wir machen auch noch Querschnittsfunktionalität mit Metriken für die Bewertung von Interoperabilität oder für Security, also haben wir Privacy-Aspekte für bestimmte ZIM-Nachrichten und ja, man kann das dann natürlich auch wieder in einem externen Tool wie XML-Spy jederzeit weiter bearbeiten. Das heißt, über die Integration von Enterprise Architect mit OLE im Betriebssystem kann man dann auch ganz bequem schön in XML-Spy, wenn man spezielle Änderungen hat, bearbeiten und es geht dann zurück in unser EA. Das war das Konkrete.
Der Forschungsaspekt war letztendlich, wir haben viel über RDF heute gehört, aber wir haben es noch nicht gesehen. Keine Angst, ich zeige es auch nicht, weil dafür reicht die Zeit wirklich nicht. Die Idee ist, RDF ist tatsächlich Semantic Web. Und das ist das echte Semantic Web von Tim Berners-Lee und nicht das Web 2.0 mit Twitter und Facebook. Meinetwegen noch Instagram, wenn jemand Lust hat. Es basiert einfach darauf, dass man XML-Tags einer gewissen Semantik gibt. Das heißt, man kann Dinge auswerten. Das ist sehr charmant, um, wie gesagt, im UCTI-Netz beispielsweise Widersprüche zu finden, wenn zwei Fakten eine Unique-Eigenschaft eines Dinges gleich unterschiedlich beschreiben, dann muss einer dieser beiden Fakten auf jeden Fall falsch sein, man weiß zwar nicht welcher, aber mittels RDF finden wir eben diesen Widerspruch entsprechend raus. Man serialisiert typischerweise eben Stromnetze mit RDF, weil es sehr schwer ist, für ein, so aufwärts von 350 Megabyte XML ein gültiges XML-Schema für ein Verteilnetz in Südspanien entsprechend aufzustellen. Das ist entweder sehr breit, sodass es unnütz ist, weil die Kardinalitäten einfach komplett ins Leere laufen, weil alles erlaubt ist, oder es ist so spezifisch, dass bei der kleinsten Änderung sofort ein Fehler geworfen wird. RDF basiert darauf, dass es eben einfach Subjekt, Prädikat, Objekt, Fakten, Fakten, Fakten sind, über die man dann am Ende schließt. Ein Load-Break-Switch kann beispielsweise das vom Element QA1 sein, das man sieht schon an der Benamung, das war 6150 und ZIM-Harmonisierung, die wir da auch ein bisschen gemacht haben. Load-Break-Switch hatten wir auch gesehen, ist im UML-Diagramm eine Unterklasse von Switch. Mit RDF hat man auch ein Konstrukt, um zu sagen, RDF-Schema, Subclass of. Und natürlich ein Switch ist ein Subclass of Conducting Equipment. Das heißt, hier sehen Sie das, was wir in UML hatten, halt mit einem RDF-Schema entsprechend dargestellt. Und mittels Reasoner kann man entsprechend über Fakten zu diesem Schema eben inferieren und spannende Sachen rausfinden. Weil wenn ich sage, die Umspannanlage 4711 steht im RWE-Gebiet und ich sage, das RWE-Netzgebiet wird von Westnetz betrieben, dann weiß jeder, aber wahrscheinlich ist Westnetz für die 4711 zuständig. Das wissen wir, weil wir Menschen sind, weil wir Fakten automatisch kombinieren. Wir haben diese beiden Fakten kombiniert und eben neue Schlüsse gemacht. Einem Rechner muss man das beibringen und das schafft man mit RDF. Und wir haben dann entsprechend dort die Topologien mit RDF serialisiert und auch dann direkt festgestellt, dass unheimliche Widersprüche und Data-Cleansing-Prozesse entsprechend auch bei diesen Topologien nützlich waren. Das heißt, mittels Datenbank, man kann so mit so einer 850 Megabyte RDF-Triple-Store-Lösung da ungefähr rangehen, haben wir eben Wissen inferieren können, nennt sich das. Das heißt, wir haben Wissen automatisch ableiten lassen. Was wir auch gemacht haben, ist entsprechend, hier haben wir wieder das Problem, wir hatten Projekte, die hatten ZIM 12, wir hatten Projekte mit einem ZIM 15 und wir haben einfach auch dann Datenmodelle quasi abgebildet. Das heißt, was man in ZIM und 6150 Harmonisierung macht, haben wir mittels RDF formalisiert, indem wir eben ein RDF-Schema gebaut haben, wo man entsprechend sagen kann, das Konzept im ZIM 15 ist das Konzept im OpenADR oder in DLMS COSEM entsprechend anders vorhanden. Das ist auch eine Möglichkeit, was man dann mit ZIM und RDF machen kann. Zusätzlich entsprechend natürlich die Instanzen abbilden. Das heißt, wenn wir hier unseren Breaker 1 haben mit der entsprechenden Benamung, der dann noch ein Label hat, konnten wir dann entsprechend auch das mit einem dritten System, mit einem Asset Management einfach sehr einfach kombinieren und ohne großartig auf Abbildungen setzen zu müssen, weil wir eben mit RDF als Linked Data Approach da eine sehr mächtige Semantik haben, die weit über das, was XML normalerweise von den Tags bietet, hinausgeht. Und am Ende haben wir dann sehr viele Systemkopplungen noch überprüfen können. Wir haben eben sehen können, ob bestimmte Endpunkte in dem GIS auch tatsächlich in der Kundendatenbank drin sind, weil wir eben die Konsistenz über diese verteilten Datenmodelle mittels unseres RDF-Reasoners inferieren konnten und haben dadurch auch tatsächlich relativ stark im operativen Geschäft festgestellt, wo man auch neue Schnittstellen bauen muss. Die waren dann typischerweise natürlich ZIM-basiert und wo man ganz stark Simulationsdaten wiederverwenden kann aus verschiedensten, um eben auch dieses 3L-Konzept wirklich operativ umzusetzen. Ja, kurz, was ich gezeigt hatte, dann sind wir auch wieder pünktlich im Plan. ESGAM war bei uns eben der
High-Level-Ansatz, um zu sagen, wir reden über Wissensteilung zwischen Versorgern. Wir müssen also erstmal in gemeinsame Darstellung von Architekturen kommen, in eine gemeinsame Verortung von relevanten Funktionalitäten, über die wir dann diskutieren wollen. Wir haben die interoperable Lösungen damit definieren können und wir haben eben im Projekt direkt von den SGAM-Architekturen über das Tooling ZIM als Nachrichten- und Prozess- und Instanz-Schema-Plattform einbinden können, wo wir sagten, mittels Enterprise Architect kann man sehr schön alle Plugins im Kontext benutzen und dann direkt im SGAM annotieren, also auch nicht nur einen 3D-Würfel haben, sondern auch tatsächlich die Elemente dann direkt zugreifen können. Und wir haben in Discern sehr viel mit ZIM-RDF entsprechend zum Inferieren für semantische Interoperabilität und Analysen gearbeitet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias, für dieses Beispiel aus dem Forschungsprojekt. Und es ist vor allem auch schön zu sehen, dass die Ergebnisse aus dem Smart Grid Mandat, eben das SGAM, das Smart Grid Architekturmodell, auch danach noch, sagen wir mal, gewinnbringend eingesetzt werden. Gibt es Fragen dazu? Also das war jetzt eine Einbindung von ZIM, sagen wir mal, in ein größeres Projekt und dann auch eine Verknüpfung, so habe ich das jetzt verstanden, ja. mit einem System-Engineering, wo direkt eben das ZIM verwendet worden ist, um dann auch, sagen wir mal, Payload daraus abzuleiten, ja, für Anwendungsfälle. Die spanischen Kollegen haben dann tatsächlich auch noch 6150 für ihre Schutzgeräte irgendwo drin gehabt, da gab es halt nur nicht direkt ein Plugin, was ich jetzt hier hätte zeigen können. Also es klappt wirklich sehr gut, wenn man irgendwann mit dem Ökosystem Enterprise Architect vertraut ist, dass man wirklich die ganzen Plugins, die aus einzelnen Teilprojekten kommen, auch wirklich im Kontext benutzen kann, weil sie eben auf Standards basieren, weil man eben mittels ZIM irgendwie eine standardisierte Semantik hat oder 6150, sodass es dann doch auch über Sprachbarrieren in Europa ermöglicht, dass Verteilnetzbetreiber Lösungen wiederverwenden können. Ja, vielen Dank für das Beispiel. Wir haben jetzt genau 16 Uhr und laut Programm haben wir ja jetzt, sag mal, die Abschlussdiskussion, wo wir letztendlich nochmal den ganzen Tag, ja, über den ganzen Tag zu den einzelnen Beiträgen noch Kommentare, Fragestellungen diskutieren können. Vielleicht auch die Zeit nutzen können, auch um ein Feedback über die Veranstaltung nochmal zusammenzuführen, was sicherlich auch für Thomas Rudolph und für seine Gruppe interessant ist, wieso, sagen wir mal, die Prioritäten auch bei dem Thema ZIM jetzt hier in der Gruppe sind. Also da möchte ich Sie gerne ermuntern zu Wortmeldung. Die Referenten stehen auch zur Verfügung für weitere Fragen. Ja, ich wollte noch gerade mal eine Möglichkeit erwähnen. Wir haben gerade, der Herr Kostlers und ich, so ein bisschen E-Mail-Austausch gemacht zwischendrin. Wir hatten keinen Fragebogen vorbereitet, aber wir sind darüber am Nachdenken, ob wir im Nachgang an die uns bekannten E-Mail-Adressen von der Anmeldung her einen Link schicken, zum Beispiel für ein SurveyMonkey, also so eine Abfrage im Internet, um einfach nochmal Feedback zu bekommen zu so einer Veranstaltung, zur Art der Veranstaltung. Das wollen wir also noch machen. Und was Heiko eben sagte, was uns wichtig wäre, ist für die Arbeit, gerade im K952014, Informationen zu bekommen, Input. Wir sind das Spiegelgremium letztlich für die Aktivitäten, die auf der IEC-Ebene laufen, über die unsere nationalen Kommentare gehen. Und das war eines der Ansprüche, die wir eben hatten in der Vergangenheit, dass wir mehr Feedback in den internationalen Standardisierungsprozess geben können, qualifiziert aus unserer deutschen Sicht. Ich will da noch mal ganz kurz ausholen. Standardisierung hat sich aus meiner Sicht extrem geändert. Wir reden nicht mehr über Schrauben, die von 5 Herstellern unterschiedlich implementiert wurden, aber die Funktion einer Schraube erfüllt haben. Und wir reden nicht darüber, ob wir uns über Steigung, Durchmesser, Gewinde, Schlüsselbreite oder Ähnliches unterhalten.
das, was hier geschieht im Rahmen der Kommunikation, ist eine andere Art der Standardisierung. Sie geht nämlich davon aus, dass wir aktuelle Themen aktuell in diesem Kontext umsetzen, natürlich auf den Erfahrungen, die Anwender und Hersteller haben, aber es sind eigentlich alles auch neue Sachen. Das heißt, in gewisser Weise passiert eine ausgelagerte Entwicklungsaktivität in diesen Normungsgremien, um die Anforderungen zu erfüllen. So, das geht hier im Bereich ZIM von den Verteilnetzen, Übertragungsnetzen bis hin in die Marktkommunikation. Und das ist für mich ein extrem gutes Beispiel, wo es nämlich nicht funktioniert. Und zwar in der Form nicht funktioniert, weil das, was dort heute auch als Normenentwürfe kommt, ja vielleicht nicht unbedingt die Realität in Deutschland widerspiegelt. Es spiegelt wider, was in anderen Ländern, in anderen Regionen an Marktmodellen existieren. Wenn wir kein geeignetes Feedback, keine geeignete Beteiligung bekommen von Seiten interessierter Kreise, wird das, was dort in der internationalen Normung passiert, so stehen bleiben, unkommentiert. Insofern würde ich da also auch diejenigen bitten, die in dieser Form Kontakte haben, auch zum Beispiel zum BDEW, klarzumachen, dass wir solche Beteiligung in der Standardisierung benötigen. Denn die Technik, die das letztlich hinterher realisieren muss, was Marktanforderungen sind, muss natürlich entsprechend eingebracht werden. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, auch wieder aus der Sicht der verschiedenen DKE-Gremien. Was ich nun gerade nicht weiß, von Ausnahmen abgesehen, wie viele Anwender hier sind. Also einige kenne ich ja, aber ich kenne nicht alle. Von denen weiß ich, dass sie in die Richtung gehen. Aber wenn wir so in den letzten Jahren in Deutschland, vielleicht auch Österreich und Schweiz gesehen haben, da tut sich nicht viel mit ZIM, dann konnten wir als Hersteller, und das gilt sicher für die anderen Kollegen von den anderen Herstellern genauso, sagen, ja gut, dann machen wir eben weniger oder das was uns gerade so in den Kopf kommt. Das wird aber zukünftig, gerade im Zusammenhang mit Smart Grids in den Vorträgen war das auch schon zu sehen, aufgrund der Zwänge, die wegen der Datenmengen und allem, was da noch mit zusammenhängt, kommen, für keinen Anwender mehr zu umgehen sein. Also das heißt, letztendlich müssen die Anwender sich damit beschäftigen und eigentlich ist es besser für die Anwender, wenn sie sich mit was beschäftigen, was sie nicht nur selbst kennen, sondern mitgestaltet haben. Also insofern ist das jetzt nochmal so ein bisschen die Fortsetzung der Klage, die wir seit Jahren haben. Und wie gesagt, die Anwender, die ich hier erkannt habe, die sind auch in den Gremien drin. Das sind aber leider Ausnahmen. Also wenn ich mir mal vorstelle, in Deutschland gibt es 900 Netzbetreiber und da ist mir jetzt so aus dem Stegreif eine Handvoll bekannt, die da aktiv sind. Sonst geht das hier in Deutschland eigentlich an dem vorbei, was man sich hier wünscht, wie Thomas Rudolph gerade sagt. Ja, ich wollte noch einen Kommentar hinten nachschieben. Ich meine, dass wir hier in einer Gruppe von, ich sag mal, knapp 30 Leuten sitzen, ist ein sehr großer Erfolg und das bin ich auch sehr froh. Deswegen hatten wir ja auch mit dem DKE beschlossen, dass wir eben eine Übertragung live machen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Die Zusammenfassung wird in ein Video geschnitten, das dann zur Verfügung gestellt wird, das auch abrufbar sein wird über die DKE-Seite. Um mehr, ja nicht nur Öffentlichkeit zu erreichen, sondern auch eben einfach die Möglichkeit zu schaffen, aktiver sich eine Meinung zu bilden. Denn nur wenn man sich eine Meinung bilden kann, und dazu war auch dieses Forum heute gedacht, dann ist man auch in der Lage, darüber zu diskutieren. Und ich glaube schon, dass es sehr, sehr stark Vermischungen gibt zwischen dem, was an technischen Lösungen erarbeitet wird und dem, was tatsächlich hinterher in einem Markt umsetzbar sein wird. Ich sehe das im europäischen Zusammenhang, dass eben Deutschland einen anderen Weg beschreitet als in anderen Ländern und insofern auch die technischen Lösungen gegebenenfalls anders aussehen müssen, die das unterstützen. Als Hersteller, der
überall tätig ist. Meine Meinung, müssen wir dem gerecht werden können. Aber dazu gehört natürlich auch entsprechend ein Push von den Unternehmen, die das anwenden. Und das geht sicherlich Siemens oder ABB nicht anders an der Stelle. Deswegen sind wir auch da so hinterher, dass wir entsprechend wirklich alle mit an Bord nehmen. Gut. Aber ich wollte jetzt nicht die Fragerunde da stören. Hey, ich denke mal, das ist ja jetzt hier die Feedback-Runde und ich denke, da kann man diese Position, ich denke, die von allen Herstellern eigentlich geteilt wird, die aktiv in der Normung sind, natürlich hier ja, einfach mal abgeben. Das ist auch richtig so. Nun trotzdem nochmal, liebe Kollegen, also wir würden jetzt gerne noch ein bisschen diskutieren. Wir haben noch ein paar Minuten, weil für uns ist es einfach wichtig, ob Sie jetzt nach Hause erfahren, ob Sie, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, ob sich für Sie dieser Workshop gelohnt hat. Jetzt gucke ich mal in Richtung Herr Falkenhagen. Da ist ja der Nachhauseweg ist ja nicht so weit. Wir überlegen dieses Thema schon länger. Also als das letzte Leitsystem erneuert wurde, war das mal so ein Thema. Dann wurde es wieder ad acta gelegt und diese ganzen Schnittstellen doch erstmal wieder auch erstmal nicht umgesetzt, die so geplant waren. Wir sind jetzt mit der Erneuerung unserer 15 KV-Leitsysteme in der Spezifikationsphase. Dort ist das Thema wieder aufgetaucht, nämlich um die verschiedenen Leitstellen, die Dateneingabe zu vereinfachen. Und ich glaube, jetzt haben wir diesen Punkt erreicht, wo wir uns auch wirklich intensiv damit auseinandersetzen müssen, weil die Datenmengen, die zukünftig über die Digitalisierung in den Unterwerken entstehen, die können wir nicht mehr überall per Hand pflegen, nicht mehr in den verschiedenen Leitsystemen, die wir gerade einsetzen. Und da sehen wir jetzt schon so die erste Schnittstelle, die wir dort auch wirklich angehen wollen, um zu sagen, also hier werden wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Auf der anderen Seite habe ich heute auch noch mitgenommen, also es ist schon sehr komplex und ich sehe so ein bisschen das Problem, es kam ja auch vor am Anfang dieses Thema Schulung der Mitarbeiter. Also ob ich den Mitarbeitern, die jetzt lange Jahre schon in dieser Welt sind, sich mit Netzleittechnik auseinandersetzen, ob ich die noch da mitnehmen kann, in diese sehr komplexen Tiefen zu gehen und dieses SIM-Datenmodell zu entwickeln für unsere Anwendungen, das ist, glaube ich, noch die große Frage. Dass das machbar ist, keine Frage. Aber kann ich wirklich das Wissen, das wir jetzt dort im Unternehmen haben und über die, das an die Mitarbeiter gebunden ist, wirklich mobilisieren, um dann auf so eine neue Schnittstelle zu gehen, das ist für mich doch noch sehr fraglich, weil das ist einfach eine Komplexität. Also so als reiner Elektrotechniker muss man sich doch schon sehr reinfuchsen. Und wenn man das immer nur mal so mitkriegt, also wir haben auch mal interessante Schulungen mitgemacht, das war sehr hilfreich. Aber wenn man es dann nicht nutzt, dann geht es ja auch erstmal wieder verloren. Und so diesen Einstieg zu finden, das ist schwierig. Aber also wir sind schon dabei. Ich habe ja hier auch zwei Mitstreiter aus dem Unternehmen mitgebracht. Wir kommen nicht drum rum. Und also zumindest auf unserer Seite der DB Energie ist schon die Überlegung, dass wir das jetzt auch aktiver angehen, ohne jetzt einen festen Zeitplan zu haben. Also 2018 fand ich sehr ambitioniert, aber ich glaube, wenn man sich solche ambitionierten Ziele nicht setzt, dann kommt man nicht dahin. Sie sind schon weiter. Also ich denke, wir sind da gerade so. Wir müssen das Management wahrscheinlich noch überzeugen, dass das was Gutes ist. Aber ich glaube, das gelingt uns jetzt auch. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Der wird oftmals unterschätzt. Das ist einfach, wie kriege ich das überhaupt in die Organisation? Ne? Wie gehe ich diesen Change-Management-Prozess richtig an? Und wir haben heute Folien gesehen. Ich weiß nicht mehr, bei wem die jetzt waren. Ich glaube,
Tanja, bei dir von Dong Energy. Ich habe da mehrere Vorträge mal gesehen und die haben genau diesen Punkt sehr stark adressiert. Wie bringe ich das in die Organisation? Wie baue ich da Brücken? Zu wissen, ich kann nicht komplett alles neu machen, weil da stoße ich auf gewisse Widerstände. Wie nehme ich die Leute mit? Und ich glaube, da kann so eine Nutzerorganisation und der Austausch in der Nutzerorganisation da sicherlich hilfreich sein, um da, sagen wir mal, nach Best Practices zu fragen. Also ich denke, das ist wirklich ein ganzheitlicher Wechsel, den man da angehen muss. Da, denke ich, haben Sie vollkommen recht, dass man das etwas, sagen wir mal, überlegter angehen muss. Ja, gibt es weitere Rückmeldungen? Haben Sie komplett neue Sachen erfahren oder kannten Sie schon viele Aspekte? Forschungsinstitut im Bereich des Energiesektors sagen, da kriegen wir immer viele Projekte und dann auch viele Fragestellungen und das Erste, was eigentlich anfällt, ist Daten bearbeiten, Daten auswerten, überhaupt an Informationen kommen. Und diese Daten kommen natürlich in allen möglichen Formaten, allen möglichen Modellen. Das heißt, der erste Schritt, großer Teil dieser Arbeit, ist eigentlich Daten konvertieren, Daten überhaupt erstmal lesbar machen, Daten verarbeitbar machen. Und deswegen gucken wir gerade auf diesen Trend, der jetzt anscheinend immer stärker wird, dass ein gemeinsames Datenmodell eingeführt wird, natürlich ganz intensiv, weil das wir auch da mitmachen wollen, mit dabei sind und dann auch im Endeffekt natürlich so viel schneller direkt an die nötigen Informationen kommen. Sprich, das Feedback, das Produkt, was wir erstellen, ist halt viel schneller da, was ja im Endeffekt dann auch wieder irgendwo eine Kostenfrage ist. Aber man kann halt wirklich direkt da sprechen, die Vergleichbarkeit ist höher. Und man muss nicht immer und immer wieder neue Tools schreiben, um die Daten auszuwerten. Deswegen ist das für uns aus Forschungssicht ein ganz heißes, interessantes Thema, wo wir auch eben definitiv dabei sind. Und Tim, glaube ich, auch das Potenzial hat, wirklich da diese Datenlandschaft definitiv zu ebnen, zu harmonisieren und damit auch Vorteil aus der Sicht der Forschungseinrichtung. Ja, vielen Dank. Haben Sie schon Kontakt mit dem Arbeitskreis 14 aufgenommen? Da ist der Thomas Rudolf und der Herr Kossler sicherlich sind die richtigen Ansprechpartner. Ich denke, da sollte man nochmal nachhaken, weil ich denke, wir brauchen auch gerade eben die Rückmeldung aus der Forschung. Da sind Sie herzlich willkommen. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Gibt es noch eine Frage, die brennt? Ich hoffe, die beiden Stichworte Ontologie und Semantik, die sind zu Ihrer Zufriedenheit erläutert worden. Noch nicht ganz. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich habe lange Jahre SCADA-Systeme gebaut bei AEG, war 5 Jahre Energieregulierung und mache jetzt Telekom-Standards für Kommunikation, Smart Grid, Industrie 4.0. Und in den Gremien, wo ich da bin, also das ist dann ETSI als Kommunikationsstandardisierer, OneM2M, weltweiter, globaler Standardisierer oder Industrie 4.0. Da ist Ontologie und Semantik ein ganz wichtiges Thema, weil da die Silos, die Domänen aufeinandertreffen, die bisher nichts miteinander zu tun hatten. Und da müssen erstmal in den Köpfen der Leute, muss die Semantik anfangen, damit die sich verstehen. Und wenn Sie das für die Maschinen machen, lernen die selber mit. Und da ist es ein wichtiges Thema, dass auf jedem Meeting gibt es eine AG, eine WG, die sich mit Ontologien und Semantiken beschäftigt. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der mir hier auch auffällt, Security, Informationssicherheit kommt bei Ihnen nicht vor. Wenn die Telekomiker über Daten und Datenmodelle sprechen, ist immer dabei Role-Based Access, Datenzugriff. Kommt das hier nicht vor? Ist die Datenbasis immer bei RWE alleine und sonst greift keiner drauf zu? Oder wie wollen Sie eigentlich Ihre Marktprozesse organisieren, ohne dass Sie Informationen mit anderen sicher und gezielt und dezidiert austauschen? Das wären meine beiden Punkte, die ich heute als Anmerkung gebracht hätte.
Vielen Dank für den Input. Ich habe dem Heiko Engler gerade mal kurz ein Signal gegeben. Und ich glaube, genau das hatte ich ja versucht rüberzubringen. Kann sich nur um Stunden handeln. Sie haben nämlich genau dieses Kommunikationsproblem angesprochen. Wir hatten auch mal eine Diskussion, das ZIM ist ja inhärent sicher, weil es ein UML-Datenmodell ist. Solange sie es nicht instanzieren, kann es auch nicht unsicher werden. Wir reden also, wenn wir über Sicherheit reden müssen, über Informationssicherheit, nicht auf den Informationslayer, weil Informationen an sich, ne, die sie nicht instanzieren, sind inhärent sicher. Da kann sie ja nichts falsch machen, weil die Daten werden nicht ausgetauscht. Spannend wird natürlich Role-Based Access Control mit der 62351. Ja, ja. Ein Schlagwort, das da immer kommt oder das irgendwie, auf das ich warte, wie der Tormann auf den Ball. Sie haben also ein Trigger-Event, ja. Gut, nee. Es ist tatsächlich, der Thomas Rudolph hatte die SIA gezeigt. Das war diese graue Schicht, grau-weiße Schichtenarchitektur aus dem EU-Mandat. Sehr schöne Grafik, ohne mich selber loben zu wollen. Es ist entsprechend so, dass wir da eine Querschnittsfunktionalität haben. Und da ist Ihre 62351, die Security, nämlich entsprechend drin gewesen. Role-Based Access Control ist natürlich was, wenn wir darüber reden, wie jemand auf ZIM-Daten zugreift, ein ganz wichtiges Thema. Man will ja nicht irgendwie Hans und Franz entsprechend die Netzwerktopologien von einem großen Verteilnetzbetreiber irgendwie zur Verfügung stehen. Da können ja Dinge passieren, die außerhalb unserer Vorstellungskraft entsprechend sind. Von daher, das ist halt ein größeres Bild. Und auch, wenn Sie sagen, der Regulator. Wir haben im EU-Mandat, der Heiko Englert wird es bestätigen können, wir haben sehr lange darüber diskutiert, wie dieser Würfel entsprechend entstand. Und wir waren eigentlich nur bei FICC. Und irgendwann kam halt jemand und sagte, da muss noch Regulierung rein. Jetzt weiß jeder, der Standardisierung macht, das ist auf keinen Fall Regulierung. Vienna Dresden Agreement, nope. Passt überhaupt nicht zusammen. Wir haben dann gesagt, okay, aber wir möchten vielleicht auch Regulierungsprozesse wie Gridcodes in Verbindung mit unserer technischen Lösung setzen und haben dann eben gesagt, wir machen einen Business Layer. Und der Business Layer ist typischerweise das, wo wir eben auch in einem SGAM entsprechend abbilden, wie wir Marktprozesse irgendwie orchestrieren, welche Sachen ausgetauscht werden. Und irgendwann sind wir von dem Gridcode runter auf einer Ebene, wo wir auch Datenmodelle haben. Und da kommt dann das ZIM. Und das ist dann der Zusammenhang wiederum von Marktprozessen, von Regulierung zum ZIM. Man muss also, es ist halt eine Abstrahierung und häufig in der Diskussion überspringen wir was. Und ich glaube, was wir heute in dieser Veranstaltung vor allen Dingen sagen wollten, waren Information, Communication und Component. Ich glaube, man kann wahrscheinlich noch mal einen ganzen Tag darüber diskutieren, wie das Interface Reference Model vom ZIM funktioniert auf funktionaler Ebene und was für Smart Grid Lösungen, für Enterprise Service Bus, Enterprise Message Bus Lösungen auf Business Ebene damit möglich sind. Von daher, ich bin bei Ihnen. Ist wichtig, ist glaube ich auch gut adressiert, vor allen Dingen in der Normung, aber war nicht so richtig Scope heute in unserer Planung. Ja, danke Matthias für die Erläuterung, da stimme ich voll zu. Wir haben das heute mal losgelöst gemacht, wir diskutieren intensiv über die Anforderungen, normalerweise in unseren Gremien, was die Themen eben Anforderungen an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität angeht. All das können wir hier anziehen als Querschnittsthemen. Da sind die Standards vorbereitet, es gibt begleitende Standards, es gibt Standards, die dann eben unterlegt werden, überlegt werden, vertikal eingezogen werden. Heute haben wir uns konzentriert auf die Semantik in der Anwendungsdomäne und wie letztendlich hier ein Systemengineering gemacht wird. Wollen wir das letztendlich dann später realisieren, müssen wir natürlich auch diese nicht funktionalen Anforderungen natürlich auch berücksichtigen. Also von daher, wir haben die nicht vergessen. Wir haben die heute einfach mal links und rechts angestellt. Wir haben uns heute mal wirklich auf das Thema ZIM konzentriert. Ich hoffe, das war für Sie eine Erläuterung, warum wir diese Themen heute nicht so strapaziert haben, die sonst immer strapaziert werden. Gibt es noch Erläuterungen? Anregungen? Was hat Ihnen sonst gefehlt? Also das war auf jeden Fall ein Punkt, den haben wir heute ausgeblendet. Hat Ihnen sonst ein Thema gefehlt, was Sie erwartet hätten?
dass man für den nächsten Workshop oder für die nächste Konferenz zu diesem Thema näher bringen sollte. Also hat soweit alles gepasst? Also Theorie, Praxiserfahrung, Forschung, war alles so gut, in einer guten Mischung? Ja, also für mich ich fand die Mischung sehr gut, sehr gelungen und auch die Qualität der Vorträge fand ich sehr ansprechend und für mich war es ein sehr, sehr interessanter Tag. Und insbesondere auch die Möglichkeit hier mit Streaming oder das Ganze auch im Nachgang vielleicht sich nochmal anzugucken, finde ich sehr, sehr gut und sollte auf jeden Fall auch so beibehalten werden. Vielen Dank. Das hören wir gerne. Thomas, hast du noch einen Punkt? Nein, eigentlich nicht. Ich bin vom Kanon 52014 wirklich erfreut über das heutige Event, den heutigen Workshop, den Verlauf, die Möglichkeiten hier entsprechend sich einmal diesem Thema komplett für die Datenmodellierung zu widmen. Ich freue mich auch darüber, dass wir so viele Referenten gefunden haben, auch die weitere Anreise nicht gescheut haben. Da wollte ich mich ganz herzlich bedanken für im Rahmen des K952 für diese Tätigkeit. Und bei dir, Heiko, wollte ich mich als mein Schlusswort ganz herzlich bedanken, dass du die Moderation übernommen hast. Und insofern vielen Dank für die Veranstaltung von meiner Seite vom 014. Ja, gerne. Danke zurück. Ich möchte hier auch nochmal Dank aussprechen für die Organisation. Also für den K014, dass er hier das in die Wege geleitet hat. Der Frau Nattroth vom DKE möchte ich danken und dem Herrn Koslers, dass sie hier das organisiert haben, letztendlich auch hier beauftragt haben, weil das ja auch eine DKE-Veranstaltung ist. Ich denke, das tut der Standardisierung der DKE, aber auch der IEC gut, eben hier zu solchen Standardisierungsthemen entsprechende Workshops zu organisieren. Und ich hoffe, das wird nicht der letzte zu diesem Thema gewesen sein, weil ich denke, wir können hier sehr viel mitnehmen und sehr viel weiteres Interesse wecken. Und Ihnen danke ich natürlich für die rege Diskussion zu den Fragestellungen, zur aktiven Teilnahme und natürlich auch nochmal insbesondere den Referenten, die hier doch sehr, sehr gute Vorträge geliefert haben. Und den Kollegen hinten von der Technik möchte ich auch nochmal danken, für diese Rundumversorgung und eben für diese erstklassigen technische Ausstattung hier. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen nochmal zu danken und Ihnen einen angenehmen Nachhauseweg zu wünschen. Vielen Dank. Applaus